Wenn ich mich bedroht fühle, ändere ich meinen Weg. Wenn ich das Gefühl habe, in diese Straße, in die ich gehe, stimmt etwas nicht, ändere ich die Straße. Also das nennt man ein viktimologisches Gebot. Also ein Gebot aus der Opferlehre. Wir werden fast immer, fast archaisch vorgewarnt, dass Ärger auf uns zurollt. Diese Vorwarnung kommt immer nur in so homöopathischen Dosen. Da steht nicht Ärger so ganz groß, sondern wir haben das Gefühl, ah, hier stimmt doch was nicht. Die meisten Menschen sagen sich dann, ach Quatsch, ich übertreibe ja, jetzt werde ich schon übersensibel. Und ich würde die Zuschauer dringend darum bitten zu sagen, nein, folgen Sie diesem Gefühl. Und ich tue das auch. Also ich habe dieses Gefühl selten, aber ich habe es manchmal und ändere dann meinen Weg. Es passiert mir dann auch nichts. Wenn ich das Gefühl jede Woche habe, würde ich eine Therapie machen. Ne? Also das wäre jetzt übertrieben natürlich. Aber wenn Sie ein Gefühl haben, ein Gefühl von Angst, folgen Sie Ihrer Angst.